Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie herzlich einmal als Dekan der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften und auch als Direktor der NRW School of Governance zu einem wichtigen Anlass. Wir haben heute, wie wir das einmal im Jahr schon als Serie, als Tradition haben, eine Gastprofessur zu vergeben. Wir sind stolz auf ihn, dass er hier ist, dass er sich Zeit genommen hat für uns. Ich freue mich, dass er auf das Thema Politik als Beruf eingehen wird, dass er das Thema gerne aufgegriffen hat, auszuarbeiten für sich, und bin sehr gespannt auf den Vortrag. Und wenn er ihn meistert, ich bin ziemlich sicher, er wird ihn meistern, werden wir ihm dann auch die Urkunde überreichen. Ich freue mich darauf. Was heißt, meine Damen und Herren, sich auf die Politik als Beruf einzulassen? Wie soll man Politik als Beruf betreiben? Soll man sich tatsächlich entschließen, diesen Beruf zu ergreifen? Ich meine ja. Wer Politik betreiben will, muss drei Qualitäten besitzen: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Und Max Weber nennt zwei Arten, aus der Politik einen Beruf zu machen. Entweder man lebt für die Politik oder aber von der Politik. Politik heißt gestalten, und gestalten heißt Macht zu erstreben und sie zu besitzen, um Sachpolitik betreiben zu können. Man muss Kompromisse eingehen, aber man muss auch die Grenzen kennen, wann man um des lieben Friedens willen nicht mehr nachgeben darf. Man muss auch zurücktreten können. Ich habe keinen Grund, Ihnen, soweit Sie Studierenden dieser Universität sind, vom Beruf des Politikers abzuraten, der mich mehr als 50 Jahre erfüllt und keineswegs in der Summe enttäuscht hat. Im Gegenteil, werden Sie Politiker, wenn Sie bereit sind, sich für Ihre Mitmenschen zu engagieren, wenn Sie den Mut haben, auch sehr harte Herausforderungen durchzustehen, wenn Sie bereit sind, unserem Gemeinwesen zu dienen. Wer herrschen will, taugt für die Diktatur, aber nicht für die Demokratie. Sie werden gebraucht, und ich füge hinzu, man kann in der Tat von der Politik leben und sie zu seiner dauerhaften Einnahmequelle machen, und man kann in der Tat für die Politik leben und dadurch seinem Leben einen Sinn geben. Ich danke für die Anerkennung, Gastprofessor für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg Essen sein zu dürfen, von einem der gegenwärtig in Wort und Schrift herausragenden Professoren meines Faches, von Ihnen, Herr Professor Karl-Rudolf Korte, dazu aufgefordert zu werden, war mir eine große Ehre. Schade, dass mein Auftrag zu Ende geht. Die Mitwirkung an den Seminaren der Masterstudierenden hat mir großen Spaß gemacht. Am liebsten würde ich bei Ihnen bleiben, aber das geht nicht. Vielen Dank.